Wir Sach, Bilan Bismel. Lo, Vida, Savin, Mirane. Ama, Taknai. Falen Silor Vislon. Adatsi al ina. Van Ursasnir, Olfutim, Ygrig Yatsi. Ich verstehe die Sprache der Feenwesen nicht, aber es klingt nicht so, als wäre er einverstanden. Hat es mein Snejak also endlich gelernt, wie man um Hilfe ruft? Ich hatte es mir ja schon gedacht, dass du weitermachst. Du bist ja so putzig. Ich kann einfach nicht anders, als dir zu helfen. Bismel Win Pikt. Van Dromi Drom Jakom. Van Liet Rit Liet. Ache ohne Sache, Win Wisk. Isnarin, Soliello. Vergiss nicht, ihm später die Zähne mit Asche zu bürsten. Es gehört sich so. Selbstverständlich, Eure Hoheit. Ich danke dem König der Feen für sein beherztes Eingreifen. Alles ist gesagt, alles ist bereit. Haltet euch gut fest, damit ihr nicht runterfallt. Das Glück der Feen soll euch begleiten. Auf bald, Inbar. Lo, Falurvis, Vanen, Narsita, Din, Rensitaknai. Ist alles wieder beim Alten. Was denkst du denn? Dass du auf einmal keine Kisten mehr zu schleppen brauchst? Wenn du mich fragst, bin ich schon froh, wenn die fetten Säcke aus Julmoor uns eine Weile in Ruhe lassen. Hey, hast du etwas schon vergessen, wie es war, als der Aufzug sich bewegte? Oder als der große Talos sich erhob? Sowas erlebt man nicht alle Tage. Siehst du das? Oh, was war das?
Da ist doch was ins Meer getaucht. Irgendwas, aber was denn eigentlich? Was ist denn das? Das sieht nicht gut aus. Nicht sie weg hier! Das ist ja... Und? Tief unter den Wogen hinterließ Bismarcks Atem eine gigantische Luftblase. Freigelegt vom Wasser, der Ort der Entscheidung. Tempest. Selbst das gleißende Licht des Himmels vermochte nicht, die Düsternis des Meeres zu vertreiben. Es war zu spüren, dass hier der zu finden war, der das Licht verabscheut. Wage dich in das Herz der Dunkelheit. Das letzte Kapitel deines Abenteuers.
Hi. Jo. Hi. Lois hat die Story so gefesselt. I love this game. Ja, was heißt, es macht mich depressiv, die Story, dude. Oh. MSQ oder was? Ja. Tja, schade, dass du mir nichts davon erzählen kannst. Yep. Yep. Forever a Realm Reborn. Es ist besser als Heavensward, tatsächlich. Jo, okay. Krass. Oh Mann, ey. Das ist krass. Wie du das sagst. Heftig. Das soll ich nicht durchskippen, ja? Nein. Nein! Ich muss nur kurz den Eteriten finden, weil ich bin jetzt in einem neuen Gebiet und hab noch nichts zum Porten. Ja, ich mach gerade auch MSQ weiter nebenbei. Oh mein Gott, ey. Die deutsche Stimme von Rauban ist echt cool. Die ist gut. Mhm. Die Stimme wie jemand, der entweder zu viel geraucht oder zu viel gebrüllt oder beides hat. Und Bolt Prime. Charakter, der vor ihm herläuft. Nackt und ohne Glatzköpfe hat. Einfach nur wow. Dawnblood, nee, Shadowbringer. Ja, Shadowbringers. Das fucking Gebiet, wo ich hier jetzt bin, ist. Ja. Wie heißt denn das Gebiet? Tempest. Tempest. Ich bin quasi am Meeresabgrund. Hm. Oh. Sultanin weint gerade in Raubans Schulter. Ja, that's a non-issue in my world. Oh Gott, ey. Oh. Mann. Oh Gott, ey. Also Endwalker wird fucking... Poggers, glaube ich. Und ich bin mit Shadowbringers noch nicht mal durch. Aber wenn das die Story quasi abwickeln soll, dann muss ich wahrscheinlich mir so eine Taschentuchbox kaufen, die ich natürlich nicht besitze, weil ich kein Kuma bin. Oh mein Gott. Fuck. Da habe ich keine Bedenken, dass das Poggers wird. Aber es ist halt so mysteriös, weil ich kann mir bei Shadowbringer schon nicht wirklich was vorstellen. Ein paar Sachen weiß ich. Aber es ist halt so nebulös. Ja. Und
Nee. In anderen Spielen ist halt so, ja, das Thema ist das und das. Okay, alles klar. Bevor du zu spielen angefangen hast, weißt du, was dich erwartet, aber hier weißt du überhaupt nichts. Shadowbringers ist ein einziger Mindfuck. Jede MSQ-Story, die du machst. Alter. Oh. Right. Ja, du wirst einfach gebellypunched, Alter, die ganze Zeit, ey. Mit Sachen, die dann im Nachhinein natürlich voll Sinn machen, aber. Ja. Du lackst teilweise crucial information. Ja, glaube ich. Und manches ist irgendwie obvious, aber wenn es dann passiert, ist trotzdem sad. Hm. Holz, Bolz. Oh Mann, so nice. Halt die Fresse, Alize. Ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Sie ist schlimmer als der Redditor. Ja. Verstehe ich. Ich brauche Mana-Tränke. Ach, hier ist einer. Gut. Die Soundtracks, dude. Mm. Yes. Oh yeah. Ich hatte heute irgendwie den ganzen Tag den Garuda aus dem Kopf. Obwohl der uralt und nichts Besonderes ist, aber der ist halt irgendwie. Welche Überraschung. Du und Garuda. Das ist so der Alltime Classic. Echt? Eigentlich ist es Titan, aber ich weiß nicht, in letzter Zeit hast du schon oft auf Garuda rumgeirrt. Ja. Gegeiert. Gegeiert, ja. Gegeiert. Wird mir immer sympathischer. Mann, es gibt noch so viel Content. Für uns und für die Streams, das gibt noch so viel her. Ja. Das ist so unglaublich. Irgendwie ist fast zu gut, um wahr zu sein, denke ich mir manchmal. Voll fertig, ey. Ja. Du. Es ist sad. Ja. Nied der Götter. Das ist Extreme Mode, okay. Ich bin froh, dass mein Charakter in Cutscenes immer gut aussieht. Mhm. Ganz wichtig ist, dass du das Gesicht siehst. Für. Ist es Mimik? Ja, es ist Mimik. Ja, es ist Mimik. Mit Händen. Ich find's cool, dass ich die Antwortoption meh, also M-E-H, ich schätze, es ist ein Versuch wert habe. Das ist nämlich genau das, was ich sagen würde. Meh. Gefunden. Jetzt kann ich lame-ass Bosses in der Realm Reborn töten. Jawohl. Und Brüllwalks auf schwer laufen. Let's fucking go. Das ist doch genau unsere Ini, oder? Mit dem Namen. Das ist genau die Ini, auf die ich jetzt Bock habe. Das ist wahrscheinlich voll hart, ey. Oh Mann.
irgendwas muss man mit den Fates anscheinend auch machen, weil es gibt hier irgendwie immer einen Fate-Händler und den kann ich noch nicht benutzen. Es gibt auch Mounts für eine gewisse Anzahl an Fates. Hab ich gesehen. Ah, naja, ich will eh alle machen, weil es einen Erfolg gibt, also. Fuck it. Irgendwann. Genauso wie die scheiß Jagdquests und alles andere. Ja. Ich muss hier weg, die Akustikgitarre macht mich platt. Damn, Dude. Bist du auf den Verfassung? Fenis. ja, hört schon klappen. Achso, muss ich auf Gear looten. Es geht immer, gell? Ja. Bahamuts verschlungene Schatten ist nun zugänglich. What? Was? Was ist das? Ah, das ist Coils of Bahamut. Ah, das ist Coils, okay. Ja, lol. Ja. Lol! Ja, das hat 5 Flügel. Und es ist das, das ist der Raid. Den würde ich gerne als letztes machen. Ja, klar. Ich muss mir noch die Videos komplett durchschauen. Ja, ich hab heute mit 12. einem angefangen und dachte mir, ja, fuck ey. Nee, das mach ich schon. Ich hab noch was anderes zu tun heute. Ich kann mir nicht Coils angucken. Und wenn, müssen wir im Groupfinder nach so einer Gruppe suchen, die das für Noobs anbietet. Gibt's anscheinend. Ja. Hab ich auf Reddit gelesen. Jawohl. Und wie kriege ich die Artefaktwaffen? Das weiß ich auch noch nicht. Das gibt's in ich habe das halt raus. Ich habe das halt rausgefunden. Ich habe auch schon damit angefangen. Ja. Es gibt einen Schmied in im Wald bei Gridania. Okay. Der macht die für alle Klassen. Sehr gut. Und ja, ich muss da jetzt ein Item craften oder finden oder kaufen. Ich glaube, als Samurai kann ich den Aran Reborn ja gar nicht machen. Weil Aran Reborn gibt es keine Reliktwaffe für mich. Das kann sein, ja. Fuck. Da war so eine Liste an Klassen, ich habe jetzt nicht genau geschaut, aber es waren nicht alle. Muss ich doch auf Dragoon rerollen, weil es die OG-Klasse ist. Ja, Reliktwaffen gibt's für dich dann halt in Stormblood, nehme ich an. Stormblood. Eine Aura, Blut. Die nicht hässlich ist. Pogchamp, muss ich screenshotten. Fuck you. Was heißt der Fuck? Burn in Hell. Just my opinion, man. Shooters. Die hat ein Baby Behemoth als Pet. Das ist ein Schwein mit Goku-Frisur. Und 1000 Gil. Ich hasse meinen Gildenleiter übrigens. Der sitzt auf, ja, ist 10, auf den Gildenleiter. Der sitzt auf 10.000, Quatsch, 10 Millionen von so Marken, mit denen man. Mit denen man halt Dinge kaufen könnte, die man ins Auktionshaus stellen kann, und der benutzt die halt nicht. MGP, nee. Nein, das ist eine Extra-Währung. Und die kannst du nur als Gildenleiter oder halt Offizier benutzen. Also du musst die Berechtigung haben, dass du dir Dinge ausgeben darfst, und die habe ich natürlich nicht. Gut, dann weißt du, was du zu tun hast. Extremely mad. Ja. Gilde springen Titel an, ich weiß nicht, wie der auch. Genau. Bin ich ja sehr gut drin. Benutzt dein Phantasma für Phantasia für den Lalafeld Schweinsmog. Und dann Ringgilde. Die haben in unserer Beschreibung für das Gildenhaus drinstehen, dass keine Lalafels rein dürfen, und Phantasia kostet nur 7 Euro. Also sollen sie mal nicht so knauserig sein. Dürfen keine Lalafels sein. Das ist geil. Ja. Holy shit. Literally racist. Ja, you have to be this tall to enter, oder? Genau. Krass, eine Menschenfrau, genau, die hässlich ist. Ich sehe übrigens so viele Malachites momentan, das ist der Wahnsinn. Mhm. Bin ich froh, wenn der Trend wieder vorbei ist, ey. Der wird nicht vorbei fucking sein. Kuma. Weil es fucking best girl ist, ne? Never. Ja, das packt. Das gut ist sie gar nicht.
dude. I can coom to this for eternity. Doesn't matter. Ach, Schmarrn. In 3 Monaten ist zu vergessen. Na. Vergessen, verschwunden. Schon Bodypillow bestellt, dude. Ich glaube, dass sie die ist bestimmt gerade dabei, welche in Auftrag zu geben. Oder der. Glaube ich nicht. Der baut die Marke gerade auf. Nein. Viel zu spät. Hätte schon längst anfangen müssen, ne? Ja, das kam ja bis letztlich, ne? Hätte schon Tassen verkauft, tut alles. Kissen, Bodypillows, Bettwäsche. Onlyfans, of course. Ja, klar. Alles. Ja. Du, innerhalb von ein oder zwei Tagen wäre das alles aktiv und am Laufen gewesen. Gar kein Problem. Also, ich bin bereit für so gut wie alles. Okay. Heretiker. Heretic. Hallo, der Segen sei mit dir. Du hast Halone auch ausgewählt, gell? Ja. Dann ist Ishgard genau deins. Weil das da. Die Schutzgottheit von denen ist ja. Genau. Ich habe mich heute ein bisschen ins Gill-Making eingelesen und ich glaube, craften und so. Ja. Und vor allem Zeug farmen. Also ich glaube, ich werde Botanist und dann. Hier, Minen, meiner. Ah ja, Fishing Bergbauer, vielleicht auch noch. Ja, genau, Bergbauer. Minenarbeiter heißt es so. Das sieht echt ziemlich relaxing und entspannt aus. Minenarbeiter war ich beim letzten Char. Ja. Es war irgendwann ziemlich zäh, aber ich glaube, ich habe mich einfach nur dumm angestellt. Ja, ich habe gesehen, also, das gibt irgendwie. Also auf Englisch heißen die Leaf Quests. Und mit denen levelst du am schnellsten. Leaf? Wie das Blatt oder was? Mhm. Jupp. Davon kann man irgendwie 4 pro Tag oder so machen. Irgendwie sowas. Was es auch gibt, sind Aufträge von den Wildstämmen. Wenn du die freigeschalten hast, dann kannst du Quests für die, also Sachen für die herstellen und zu denen verschicken. Cool. Ja, das ist klar, dass das eine Aura war und sich tatsächlich aus der Mockstation das Outfit von Krile gekauft hat. Wer will denn sonst so rumlaufen, ey? Bah. Ich weiß nicht, wer Krillin ist. Du weißt nicht, wer Krile ist? Okay. Ich weiß nicht, wer Krillin ist, ne? Ne. You gotta hate her. Gut. Als ein Lalafell ist. Krile. Oh, ich hoffe, Rich streamt heute wieder und versucht auf den Kugane-Turm zu kommen. Das ist einfach zu delicious gewesen, ey. War total witzig im Stream, wie er es versucht. Und dann ist so ein Cut drin und auf einmal ist es dunkel und er versucht immer noch und ist kein Stück weiter. Ja. Einfach dann angefangen hat, sich so Meditationsdinge anzuhören. Und das war zu gut, echt. Die Chat-Donations hat er dann auch ständig vorgelesen. So, was machen wir? Wir haben eine fette Auswahl. Ich habe Halatali gerade freigeschalten. Mhm. Ne, das haben wir schon. Das haben wir schon. Brulfbox Langrast auf schwer habe ich schon. Ja, habe ich. Versunkener Tempel von Karn. Mhm. Wie auf normal. Goldklammer habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. Den Karn-Tempel muss ich, glaube ich, sogar auch auf normal machen für meine.
Hier, Limsa-Luminsa-Fraktion, damit ich das Bestiarium da voll ab und einen Rang aufsteigen kann, muss ich Mobster da drin killen. Okay. Machen wir das zuerst, das ist ein bisschen heller. Gut. Ich hab mehr Bock drauf als Goldklamm. Goldklamm ist super. Muss wenn du voll gefurzt werden willst, schon, ja. Muss, ja, sowieso immer. Gut, kommt auf die Person drauf an, gell? Ja. Malachite, 10 ja, ist 10. Klar, ist klar. Ich hoffe, dass das nicht extra ausspricht. Doch. I need to brainwash you into the cult. Na. I will do it. Ich zahle sogar ihren immer Fans. Weniger, ja, öfter du dir erwähnst, dass du weniger mag. Du Quirulant. Ist heller, übrigens ist hier Nacht. Ja. Du Troll. Aber die Steine sind hell. Gott, schön. Checkmate Atheist, so. Joke's on you, I'm a Christian. Bist ein Heretic bist du. Ja. Ich meine, lass ich mich nicht von Shiva Ball basten. Ja, so. Wurde ich mir lieber Shiva als Malachite. Mit ihrem aufgespritzten Arsch. Ja. What's not to love? Das ist künstlich. Ah, ich hab die Attacke noch gar nicht. Scheiße, du kannst auch nicht am nächsten Mal machen. Ja, ich, auch kein, ich kann uns nicht mehr blenden. Zuck die Kerze hier. Not dead. Warum halten die Tanks eigentlich weniger aus als andere Spieler? Das ist wundert immer. Weil das ein Dark Knight ist und der eher besser ist gegen Magic und nicht Physical Attacks. Toll. Ja. Und jeder. Direkt trotzdem, wenn er in der Mechanik drin stehen bleibt. Jeder Beppo spielt halt ein Darknet. Und ist ein Depp. Und Beppo. Ja. Speckbeppo. Voll. Ein. Ein Sanctus. Dosis. Sanctus. Armee. Ich hab das mal schief. 3000 Routine pro Kill. Holy shit. Eintrag vollständig. Malstrom 13. Perfekt. So, da fett drauf gelevelt, oder wie? Jo. 13. Wie schwer war das? Ja, überhaupt nicht schwer. Ich habe halt geguckt, wo die Viecher sind und dann bin ich dahin. Hab mich hingeportet und die Mobs kaputt gemacht. Das war's. Vielleicht sollte ich das auch mal annehmen. Das ist sogar ideal. Ja, weil ich wollte das Jagdbrett mal benutzen und das geht nicht, weil mein Rang in der Scheiße genau so war das. Ist. Ja. Diese Jagdquests geben auch eigentlich ganz gut Gil, also. Ein PvP wollte ich nur noch machen, aber dann hatte ich einmal ein Disconnect, dann habe ich einmal die Q verpasst zu dem scheiß Fight für die MSQ. Und ja, dann wollte ich eigentlich nur den Boss töten und stand in Mordona rum und habe mir Charaktere angeguckt, die um mich rumgelaufen sind und gewartet, bis die Q aufgeht. Die PvP-Rüstung sieht ja aus wie, erinnere mich an Raiden. Gear Rising. Mhm. Ja. Schon gut cosplayen. Na, den muss ich auch töten. Oh. Ach, da war doch irgendwas. Gab's so eine Mechanik. Bestimmt, aber danke. Irgendwas mit den Fliesen da am Boden. Die halten echt nichts aus, die fucking Darknets, ey. Jetzt muss man töten, ey. Oh mein Gott.
müssen irgendwie zwei Leute gleichzeitig auf den Stufen stehen, so wie ich weiß. Ja, du musst da drauf, um den Debuff wegzumachen. Ah, boah, das. Mit Hank sollte es auch noch. Da ist tot. Cap ist übrigens 999 Millionen, ja, 99999. Okay, also kannst du keine Milliarde haben. Genau. Boah, das ist doch gut. Ja. Gil Cap. Temple Flocky. Die, ach, diese blöden Würfel. Ich hab gestern aus dem Herrenhaus Hauke oder wie der Scheiß da heißt, Kurschagernwesen halt eine super große Triple Triad Karte bekommen. Oh. Ach stimmt, wir müssen die hier placen. I remember. Ah. Sonst geht die Tür nicht auf, ne? Ja. Da ist er. Oder? Get over here! Ich kill die nicht, so dass der fucking Maschine ist. Vollidiot! Du bist gerade nicht drauf gelandet, oder? Oh mein Gott. Die kann man skippen. Na dann. Fuck off. Das war eine Frage. Ah, anscheinend. Ich hab einen auf Argo, falls jemand braucht. Ich glaube, deshalb kann man die nicht skippen. Oh doch. Halt so viele Dungeons, dass die Leute selber nicht mehr wissen, was eigentlich Sache war. Ja, und dann auch noch welche auf schwer und normal. Ja, genau. Das sind auch nochmal unterschiedlich. In dem Fall auch noch zwei Stück. Von dem verdammten. Welcher Boss hat denn nur Magic Damage? Ja gut, Wolken der Finsternis, so wie es heißen.
No, nope. It didn't. Nope. It did. Ja. Samurai kann aber alles nie drücken. Ne, das war hier. Noch schlimmer. Ja, genau. Ja, das wird alles zu Genüge gemacht. Gil, no matter what. Muss den Negern in den Arsch treten. Diamanten des Reichtums. Ich hab gepult. Cool. Ah, geil, die Mappe baue ich. Perfekt. Ich hatte die Auswahl zwischen zwei Sachen. Ich hab mich für Reichtum entschieden. Ja, auf kurz kommen dann die Mobs, die ich brauche. Ja, passt. Die Reichtum. Ja, lucky. Besser. Ich kann schon lucky, du. Ich kann schon lucky. Ja, davon ist noch ein Steinpodest. Ja, mach mal auf. Okay. Reichtum, baust du Macht auch? Klar. Reichtum, Macht und Ruhm. Gut. Beides killt uns gleich. Aber der Tank hier bei mir ist. Jetzt nicht mehr. Einfach geöffnet, ohne was zu sagen. Puddle. Das ist eine Truhe. Wir lassen die Truhe einfach. Oh, jawohl. Ich hab mir nicht gelootet. Er rennt. Der Gunner der rennt. Tank. Sehr gut. Der Gunner macht sein eigenes Ding. Ja. Mit der Truhe kommt mein Loot auf. Alter, ich halt mehr aus als der Ding. Ich bin über dich beschwert, aber. Links ist ein Steinpodest bei mir. Ja, stimmt. Warum machst du das nicht auf? Weil das Ding respawnt ist, aber der Tank zu blöd ist, das hier raufzuziehen. Das könnte ich mir nicht antun.
Gemischt von der Ewigkeit. From Texas. Yo, yo! Mann! Yo! Da hat er den genau Gartor ja, bekommen. Voll die Schelle bekommen. Das ist kurz vor meinem Boss. Der Naugator voll in die Fresse, man. Boom, man. Da halt ich aber erst als Attack. What devastation. Ja. Wie macht man den Gruppenfotomodus weg? Also. Slash G-Pose, meine Fresse. Ich bin gerade dabei, mich zu verirren, glaube ich. Ja, cool. Wir porten dich. Run! Lologator. Mann. So. Gepult. Where the fuck are you? Keine Ahnung. Sieht ja alles gleich aus, das jetzt. Ja, meine Güte. Geh wieder Flamen hier. Ja. No. Das stimmt, da gab's eine Reihenfolge. Ich glaube, ich hab gerade voll verkackt. Nice. Eieiei, das Rot ist so geil. Laber nicht. Skip.
a load of damage. Da rein. Ich glaube, da muss jemand rein, ne? Hätte man gemusst, ja. Fuck. Witness your doom. Ein Soldatenschwert, das ist ziemlich groß. Ja, habe ich bekommen. Cool. Das ist groß. Du hast die Auszeichnung wertvollster Spieler erhalten. Bock. Du auch? Ja. Du kriegst es immer, weil du Limit Break drückst. Dann sind alle so baffled. Wow, awesome damage! Wow! Der ist so gut. Ja, true. Boah, eine Aura, die nicht scheiße aussieht. Guck mal, Brüllbox langrast, oder? Tock, die hat eine rot-goldene Rüstung. Fett gescreenshottet wird. Okay. Ja. For research purposes. Aber die Mikote hier in dem Shirt muss ich auch screenshotten. Volkslangrast schwer. Oh Gott. God help us. Ich hoffe, der Gobbo redet da jetzt wieder. Ist immer so, als ob er einen Schlaganfall hat. What? Fängt schon gut an. The fuck ist eine Müllhalde? Fängt schon gut ist an. Ist eine Müllhalde geworden. Das ist so gut, Hit. Was sind das da für Zebrasaurier, ey? Ja, Zebra-Raptoren. Zebra-Raptor. Oh nein, ich schon wieder, Dark Knight. Schnell, folg zu! Goblin, irgendwas. Goblin. Dame and hello. Schon wieder Maschines. Das ist dasselbe wie vorher. Nope. Wie ist der andere? Fred irgendwas und der war kein Sprout und die heißt Lena Luthor und das ist der Fotze. Der andere war so. Oh ja, stimmt. Ach, eine Frau. Rennt der Typ lang?
gut ist, dass Darknet ein Stand-up ein bisschen Selfie hat. Ja, das ist ja weiter. Tja, kein Schlüssel, Bro. Hey. Der sieht mies aus. Red Goblin. Psch. Psch, komm zu. Warum mach lieber Psch, wenn die geht? Fucking stupid. Langschuss. Ist irgendwer so. Ja. Der zum Beispiel. Jetzt bist du dran. Ich bin gerade mit dem Quark anvisiert, bin dann mit dem Strahl durch den Arsch gelaufen und dann war der instant anvisiert. Nice. Merke ich mir. Ich finde es echt toll an der Community, dass es alle schaffen, sowas auszuweichen. Ja. Das ist keine Bude. Könnte daran liegen, dass sie nicht auf den Damage Meter schauen, während sie kämpfen. Die ganze Zeit. Oh, Bedarf. Kann daran liegen, ja, lenkt nicht so ab. Mr. Theory. Big Pullo. Aber der ist so viel. Big Agro. Viel Damage aushält. Gute Werk, vielen Dank. Volks kennt den Schleichenweg. Gott, ich hasse es nicht. Mein Lieblingsvolk. Ja, er figured. Dann wird dir der Alexander Raid gefallen, weil die sind voll mit den Spackos. Da vorne steht er doch schon, der Alexander. Der Gopfricher. Das Gopfricher. Billig gesunken Aldi. Wow. Oh, der charge mich tatsächlich. Thank you.
Tenjo. Helm ist cool. Gürtel bekommen, Bock. Z. Ja, danke. Ich freue mich jetzt einmal für dich. Ist einfacher. Okay. Einfach. Willst du irgendwie alles? Alles! You fucking idiot! Why are you playing this game? Running around in Brüllwolks Maze. Tja, hat da wieder jemand den Schlüssel nicht aufgehoben, der da oben ist? Brauchen wir nicht. Doch? Brauchen wir nicht. Ne? Aber da oben ist ein Schatz, wollte ich aufmachen. Darum geht's erstmal. Unterstützt uns lieber bei dem Falking in Curl hier. Nee. Musst du erst noch looten auf der blauen Seite. Moment. Hier kann ich ja. Ja, endlich! Hab das sicher schon. Gut, dass man das Game auch blind spielen kann. Ja. Das hat mich auch sehr für dich gefreut. That's why I'm so good, ja? Ja. Echo Locator in-game. Das ist schon cool, ja. Das die Frage ist halt dann, du kannst dann nicht wirklich mit Discord spielen, weil die anderen labern, da bist du ja voll abgelenkt. Jo. Da ist ja nichts mehr. Die perfekte Ausrede. Tja. Solltest du echt machen, wenn du mal mit Leuten spielst. I'm winning again. I'm legally blind. I'm legally blind, still better than you. Grüne Loks, by the way. Bartrichtering, klingt cool. Wow. Hm, Cutscene. Geile Mucke. Ja. Epic Fight. Rezept für Essen, Sachen, unsere Heimnis. Heimnis. Wow. Holy shit. Flonk. Gott, ist das dick. Fucking goes. Du needs sterben. Unser Heimnis. Der Song ist super. Fährt hier im Kreis. Jo, dann muss man uns in die Mitte stellen. Miau. Man kann nicht anvisieren, wenn wir wissen. Oh shit, Fahrerflucht. Wow. Wow. Heißt es. Oh Gott. Fahrerflucht. Oh, drei Bomben neben mir. Ich weiß nicht. Okay, okay, so. Musst du draufhauen, oder? Ja. Bevor die. Crazy. Geht's jetzt? Ja, jetzt komm. Kopfmaschine 6. So metal. Die Fotze Limit Break und schießt daneben. Ah. Pogchamp. Hätte ich sein können. Ja. Macht echt Konkurrent. Ja. Schießt dann eiskalt daneben. Machen wir Slash trösten. Ja. Beruhigen. Toxic. Voll, ja. Aber man kann, man kann die wegkicken. Jo, mit Abilities. Ist auch cool. Kann ich die reinziehen? Fuck off. Super. Vielen Dank. Bitte. I
Unbelievable Heretic. Ah, das ist schön. help me! Wie zum Fick konntest du mich da reinziehen? Ohne dass du selbst geschoben bist. Ich hab halt AP. Okay, ich sollte langsam auf den Blödsinn zu machen. Voll der epische Fight hier. Fährt doch die Bomben selber, kriegt dann Damage oder wie? Uff. Ich hätte gedacht, dass der Brühlbox-Fight so crazy ist. Jetzt spawn ich und die Bombe geht hoch, wetten? Ja. Ah! Wurde befahren. Na, Fahrerflucht. Ah, das ist schon ein geiler Fight hier. Hey. Bin mit Break verschlossen. Eigene Leute getötet. Oh, ich liebe, dass jede Priesterklasse in jedem Game so fucking Grip hat. Ich hoffe, der wird auch weggenommen, ey. Sexy, neat. Fuck. Ich weiß auch nicht, warum ich das überlebt habe und du nicht. Fucking Heretic, ey. Gut, schlimmer kann's nicht werden. Ja, klar. Ja. Palast des Wanderers. Mhm. Bin sehr neugierig. Jetzt sind wir jetzt 3 Stunden drin. Hoffe ich. Hoffe ich auch, ja. Log ich nämlich nach 2 aus. Es gibt da irgendwelche Mobs, die man nicht töten kann. Ich erinnere mich, da ist mal unsere Gruppe zerfallen. Ja. Vor Ewigkeit. Bei irgendeinem Schleim. Ja. Mhm. Was hat ihr für eine sicke Axt? Jo. Besagter Schleim. Den dicken meinst du? Soll man den nicht ignorieren und den Schatzsucher kämpfen lassen? I don't know. Glaube. Ich warte jetzt gleich mehr gewonnen. Oh, er haut ab. Okay. Keiner. Sind tatsächlich. Unserer Seite? Weicht die Tomberry-Schleicher aus? Nope. Ah, okay. Couldn't be. Das ist der Taraguru, dude. Hm? Ich denke, die haben den ein bisschen idiotensicher gemacht. Seit wir letztes Mal hier waren. Probably. Nice, das Bunny Girl. Das ist eine Katze. Nice, das ist Katze.
Die Katze mit Hasenohren. Zahnradöl. Sehr lecker. Hältst du am liebsten, wenn ich nicht denke? Ich hatte noch nicht Lip Paladin oder so, aber ich glaube Marauder, weil ich die ganzen Cooldowns schon kenne, dank dem Spiel. Immer wenn ich die Viecher sehe, habe ich jetzt das Run by Run im Kopf. Was? Ringbänder. Ah, Hexenmeisterring, Männer bekommen. Hast du genietet oder gebreedet? Breed? Ja, ich auch. Ja. Ich krieg echt jeden Scheiß, ey. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Das liegt bestimmt an deinem komischen Blatt, das du da neben deinem Namen hast. Mhm. Die Rückkehr muss man wieder zufriedenstellen. True. Fuck this Bros. Die wissen ja nicht, was wir damit machen. Ich denke mal, die anderen passen immer und dann wirft man immer nur wir zwei. Ziemlich wahrscheinlich. Ich würde niemals passen. Das ist so viel Gil, was wir nicht klappen würden. Ich bin froh, dass es hier noch nicht so eine fucking Gold-Community gibt, die alle Tipps und Tricks verzählt, sodass jeder Hans Wurscht das weiß. Oh, das macht ja, ein bisschen aus. Das kommt vielleicht bald. Ja, ich befürchte ich auch, deshalb muss ich es ausnutzen. Ja? Stimmt, hier waren wir und dann haben wir uns hier verlaufen. Ich brauche, ich habe nicht mehr genug Öl. Ja, wie, hä, das zählt doch für uns alle. Ich habe meins gerade verbraucht. Und ich habe auch kein Öl.
Ah, da vorne liegt noch eins. Dolste Katzenbesitzerin, Peach Jones. Kartenbesitzerin. Oh, stimmt, Kartenbesitzerin. Weißt du, ich lese und sehe immer nur das, was ich lesen will. Mhm. Ja, ich lese gar nicht, also. Stimmt, du magst keine Bücher, gell? Nein. Hate them. Simple as. Hate me books. Oh. Jetzt sollten wir vielleicht in Ruhe lassen. Too late. So schon committed. Du machst mit. Ja. Hitlers Helfer, du. Of course. I did nothing wrong. Ich hab nur das getan, was mir geordert wurde. Ich stehe hinten und rätsel euch dann. I'm running. Run, boy, run. Ja, we're doomed. Kann man hier runterfallen? Voll schamlos. Ich habe mir gerade alle Spiele angeschaut, was sie so machen, mein Pull. Und du rennst straight the fucking Kiste. Oh Mann. Was ein Fuck. Du stehst vor dem Dude. Ich merk's auch gerade. Ich bin so aufgeregt, dass ich nicht mehr aufgepasst habe. Vorm Fight, ne, das stimmt. Ja. Where the loot at? Where's the oil at? What the fuck are you doing? Oh, run boy, run. He coming, dann ist die Kiste. Weiß? Warum lootest du den nicht? Oh shit! Weil ich oh, ihr Clown-Fieste hier. Hinter uns der Spacko, vor uns Ed. Oh fuck, und trotzdem lootet es. Klar. Wah, wah! Au! You shanked me. Leuchtens for stabbing, der rechts und stabbing ist. Roy. Run, coming. Come. Ah, da hast du. Es gibt mehr von denen, oh shit. Nee, der war obviously schneller als wir. Das ist vor uns. Kann ich den nochmal stunnen? Das macht nur Damage. Ne, es geht nochmal. Aber es wird weniger. Gute Stun-Dauer. Ja, jetzt ist die Tür offen. Thank you.
diesem Glee. Rolle. Verdammt. Haben wir es jetzt. Mal eine, die nicht abgenutzt ist. Dann nimmt wieder keiner mit hier. Shameful. Dachten uns, du nimmst hier schon alles mit. Good point. Es gibt typische Elster und es gibt anscheinend auch typische Mikote. Lamp Oil. True. No more oil. The fuck is this? It's Bobby Kotick. Oh. It's the Tom Berry König, dude. Oh mein Gott, der hält viel aus. Fuck it, kill him, boss einfach. Fuck mechanics. Den nice heals, den brauch ich auch. Peach Jones, jawohl, ich hab die Notenrolle bekommen. Pog. Der Tipp. Danke.
Und die Schwarzlichtkippel und die Zinnoberhauberge. Ja, das ist ein Maulkaiser. Das gibt's nicht, ey. Ich glaube, ich habe ich hab 99% des Loots bekommen. Ich will Reparations. Ich muss kurz gucken, was ich alles gewürfelt habe. Eine 98 auf die Zinnober. Eine 84 auf die Schwarzlicht. Was haben wir noch? Die fucking Notenrolle, was habe ich da? 77. Ja, Pogchamp, ey. Geil. So, Notenrolle, wie viel ist es wert? Oh, Schiss. A Tonberry's Tier. 10 Milliarden Gil. Das haben wir jetzt, das haben wir. Wert nicht mehr, ey. Ja, muss leider sein. Goldklamm. Mhm. Ich nehm gleich an, muss gleich nochmal melden. Okay. Ja, dann geh ich auch noch pinkeln. Okay. Er rennt jetzt los. Warum hast du jetzt so angenommen? Weil das noch nicht abgebrochen hat. Ich dachte, dass ich brauche länger und dass das nur 20 Sekunden oder so offen ist. That's why. Okay. Thank you.
Griff sein, da so weg. Vor allem. Schubst dir nichts weg, ich weiß nicht. Bist du? What the fuck? Ah, das Gas, was da rauskommt, wahrscheinlich. Thank you.
dachte, der Tank wird looten und der andere holen. Natürlich noch an den Boss, der diesen Aspekt hat, der Ziege und des Drachen. Ja. Wo beim einen rauslaufen musste, beim anderen rein. Genau, habe ich ihn ständig verkackt. Keine Ahnung. Hast du den noch gar nicht gehabt oder was? Nein. Vergifteter Bauer. Thank you.
Es gibt hier irgendwas, was ein One-Hit ist. Beides bekommen. Nice. GZ. Danke. 94 gewonnen. Fuck. Oh mein Gott. Hast du Master Loot aktiviert? Oh Mann, ey. Crazy. Hast du? Nee, geht er nicht. Oh, ich jetzt wollen. Okay. Ah! It's just game. Just cancer, man. Cancer, Videospiele, what's the difference? Nochmal der Boss. Ah, fuck. Nee, nochmal. Selber mit dieser dummen Fruchtmechanik. Knausers Matresse. Matratze. Matresse. Kresse, ja. Matresse. Ja, der hätte noch warten können, bis wir zwei Balken haben. Seine Ex-Freundin. Ehrung zum WS hat keiner von euch beiden verdient. Beide gut? Nee, du auch nicht. Scheiße. Ich find's ja gut, dass ich von vornherein gar nicht auswählen kann. Das ist Farb mehr. Gut, Hexenmeister Faustschritt bekommen. Poggers. Wertvollster Spieler. Nice. Ernsthaft? Ja.
Seufz. Ohne Limit Break. Und wer ist denn hier? Ein Malachit ist hier. Nice. Screenshot. So fucking good. So good. Dann muss ich jetzt zurück nach. Hier. Versunkener Tempel von Karin auf schwer haben wir noch nicht. Palast des Tempels, Palast des Wanderers auf schwer haben wir noch nicht. Und die Ruinen von Underpour auf schwer haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe die Ruinen von Underpour noch gar nicht freigeschalten, weil ich die Dinger jetzt brauchte, die Goldklammer. Okay. So. Was ich hier. Mühlenbruch. Scheit! Scheit! Wie viel Gil hast du? 518.000. Sick, fast so viel wie ich. Wie viel hast du? 600k? Nee, 579.000. Ich hab mir heute erst Adelsschuhe für 50k gekauft, also. Aber für den Kimono war ich dann zu knausrig, obwohl der gut aussieht. Du hast mal gesagt, du hast die ganzen Klamotten verkauft, die du früher gewonnen hast. Ja. Aber ist es dann nicht blöd, wenn du mal transmoggen willst? Oder sortierst du das echt einzeln aus? Nee, ich sortiere das aus. Das, was ich transmoggen will, packe ich in diese Truhe rein, das geht dann nicht anders. Und der Rest, ich guck mir halt alles an, aber das, was mir nicht gefällt, schmeiße weg quasi. Okay. Das ist eigentlich nur blöd, wenn ich andere Berufe leveln will oder so, und dann habe ich halt kein Gear. Deshalb habe ich jetzt langsam angefangen, mir das ganze Dragoon Gear irgendwie aufzuheben, weil das das nächste ist, was ich leveln möchte. Okay. Ruin von Adampor? Ja. Okay. Aber so, ist das nicht der mit Diabolus oder welcher Dungeon war das? Nee. Du meinst historisches Adampor. Okay. Hier läuft ein nackter Röger den rum, der Inner Peace heißt. Die ganzen Biobi-Hippies. Die jetzt inneren Frieden finden. Mhm. Ja. Das kann ich hier nicht übernehmen. Es gibt für jeden von denen eine Malachite umsonst. So viele wie jetzt hier rumlaufen. Fantastisch. Und dich auch? Of course. Aber ich krieg nicht eine, ich krieg alle. Ah, meins. Liefereinsätze erledigen. Ah ne, warte, ich kann jetzt befördert werden. Punktchamp. Gratuliere. Ich werde mich sofort um deine Beförderung kümmern. Ach, nice. Im Moment bist du Großsturmmarsch. Ich werde dir erklären, welche Bedingungen du erfüllen musst, um zweiter Sturmbootsmann zu werden. Alright? Scheiße, ich besitze nicht genug Sturmbootstaler. Sehr blöd. Thank you.
Bist du ready? Jo, jo. Diese Instant Cues, ey. Kann man sich gar nicht am Sack kratzen. Kannst du doch während deiner Rotation machen. Nee, geht leider nicht. Das ist zu komplex. Schreibt halt mal Makro. Das gefällt mir. Kultisten in roten Roben. Bekommen? Ja. Jo, dick. Ne, Quatsch, ist das ein Summoner? Da läuft ja mit dem ein Summoner, ja. Edgy. Er ist schon wieder da, Mensch. Das ist gerade ziemlich beliebt. Always has been. Dulahan. Klingt wie eine türkische Beschimpfung. I can neither confirm nor deny. Ich hab mir heute mal die Rüstung und so im Shop angeguckt und ich finde nicht, dass sie toll aussehen. Also nicht mal 2 Dollar wert irgendwie. Das sind gar nicht so extravagant. Ist der riesengroß? Gibt's da sau viel Zeug oder wie ist das so? Rüstung gibt's da gar nicht viel, finde ich. Und mehr habe ich nicht geguckt. Ich denke mal, es gibt viel Einrichtungszeug und viele Farben natürlich, die du kaufen kannst. Aber ansonsten. Was gibt's? Also den verschiedenen Story-Quest-Lines. Klassen-Skips kannst du dir auch kaufen. Ansonsten so von Items, finde ich, das ist nicht schlimm. Weil, wenn da ein geiles Set gewesen wäre, hätte ich mir das mit Sicherheit geholt, sonst wäre ich nicht in den fucking Shop gegangen, aber da habe ich echt nichts angeschaut. Okay. Ich habe auch noch ein paar Kristalle to spare. Mounts vielleicht, aber die habe ich mir nicht angeguckt, weil die sind glaube ich auch teuer. Ich weiß, diese komische Wahl kostet 42 Dollar. Oh. Das ist ein Shop-Mount, okay. Hätte es ja schwarz-rot, aber. Wahnsinniger Priester. Nice. Okay, das kann ich ja was. Nichts anrufen. Das ist der Boss. Ja. Der Psycho-Schinder. Hey, das ist fast so wie in Sturm. Schrein des Sturms. Ja. Stop. Schrein des Sturms. Ach, scheiße. Und das ist immer ein Circle Jerk. So wenig zu heilen, dass das Ganze in Overheal. Aber voll Damage. Mach ich doch nicht bei. Der ist fett.
Oh, die Demon Wall, ach du Scheiße. Ich kann einen von der Plattform runterjoinken, aber ich weiß überhaupt nicht. Okay. 200 der älteste Boss in Final Fantasy, glaube ich. Nix, passt schon. Sieht aus wie der Cutter Dungeon. Wer ist das? Grimbatoll? Gambatoll? Weiß schon. Ja. Das ist der einzige, wo Brücken halt sind. Du.
Tanky Boy hat schon gepult. Du Penner, warum drehst du den nochmal zu mir? Das gibt's doch nicht. Die drehen den immer rechts rum. Wo ich halt stehe. Du Ficker. Imminente Katastrophe. Klingt nach Gruppen Damage. Klingt nach fucking Soul. Absolut. Jo. Ist der Endboss? Glaube ja. Könnte aber interessant werden auf Hard. Natürlich wird anders sein. Aber in dem Levelbereich benutzt echt keiner Limit Breaker. Nee. Mehr später dann. Na gut, doch, der eine Maschine ist von vorhin, der verschossen hat. Ach ja. Das war wieder super. Bezwingerin von Innozenz, aha. Ja. War das der Boss, den du unbedingt schaffen wolltest? Ja. Ja. Cool. Don't remind me. Ist das der mit der Story? Ja. Ja, oh, jeder. Noch einen auf schwer laufen und dann passt's, oder? Was fehlt uns denn noch alles? Einiges. Fuck. Ja, dann mach. Mach mal die. Das Piratenhöhle da, nicht das Tasche. Wer ist? Ja, irgendwas mit Schatz. Schiffbrecherinsel. Ja, whatever. Fast dasselbe. Zweiter Sturmbootsmann, yeah boy. Mein Glückwunsch zu deiner Beförderung. Du kannst also Mitglied in einer anderen Gesellschaft werden und damit geht auch das Recht einher in einem der Abenteuer. Ach stimmt, und du musst die Ränge machen, damit du dir Wohngebiete kaufen kannst. Oh, ne? Ah, okay. Obere Decks 11, 10. Was den Erwerb von Grund und Boden angeht, so ist der Unterkunftsbeamte mit gewünschten Abenteuerwohngebiet dein Ansprechpartner. Günstigere Alternative bieten alle staatlichen Gesellschaften auch Wohnungen an, wenn du dich dafür interessierst, eine zu erwerben. Na, jetzt kann ich mir jetzt meine Bude kaufen. Pock.
Prequest Rauschbarts Geheimnis. Prequest Himmelwärts. Ich glaube nicht, dass es stimmt, aber hier steht, dass Schliffbrecherinsel Bär Level 60 erfordert. Doch, das kann sein. Ich hatte einen Dungeon, der Level 60 war. Okay. Ja, das steht hier auch auf der Seite. Okay. Würde es das sein, okay. Was können wir noch laufen? Ich bin eh gerade noch in der Cutscene. Was kann ich jetzt noch freischalten? Tempel von Karin oder so schwärmen. Müssen wir noch machen. Ah, warte mal, genau. Kommando freigeschaltet. What? Du hast die Führung über ein Kommando übernommen. Betritt die Wachstube des Mahlstroms und sprich mit dem Sturmrat, um die Arbeit mit deinen Soldaten zu beginnen. Ah, habe ich jetzt Follower, ja? Nice. yo. Pretty neat. Kommandoführer. Nice. Kommandoführer. Ruinen von Karren. Karren. Genau. Je mehr Rekruten da hast, desto mehr kannst du für Missionen auswählen. Okay, also es ist tatsächlich. Manchmal, wenn du bestimmte Aufgaben der aktuellen Agenda absolvierst, inspirierst du NPCs dazu, sich für dein Kommando zu bewerben. Sobald es einen neuen Anwärter gibt, wirst du mit einer Bildschirmnachricht darüber informiert. Außerdem kannst du auch jederzeit im Timer im Hauptmenü unter Spielinhalte überprüfen, ob aktuell Bewerbungen vorliegen. What the fuck, dude? Sieh dir das freie Gesellschaft, oder wie? Ja, genau. Sieh da in der Wachstube den Stapel Bewerbungsschreiben an, um neue Bewerbungen zu sichten und einen Anwärter zu rekrutieren. Are you fucking kidding me, dude? Ich bin jetzt hier legit im HR Department. Okay, let's go, dude. Ah, I love this game. Kannst jetzt so Jagddinger annehmen, Jagdbrett. Täglich neu. 8 Jagdabzeichen. Sehr gut. Alright. Es ist nicht gleich grün zu sein, ist das die Vorquest für die Palast des Wanderers? Ja, ich glaube schon. Entweder das oder Tempel von Karn. Nee, zum Wanderer. Thank you.
immer mehr halt die Scheiße, okay. So, wenn ich in Ishgard ankomme, dann bin ich Level 60. Genau. Das kann ein Gladi oder Paladin oder Gunbreaker. Cool. Jagd. Der Boden. Der Bogen von der Phase. Das ist einer von diesen Run-Tanks, die alles holen. Das fuckt mich als Medi richtig ab, aber gut. Be dead as it may. Für welche Klasse ist das nicht kacke? So, als Caster bist du auch ziemlich gepickt. Oh, der Summoner vorhin kam, glaube ich, ganz gut damit zurecht. Hab ich so. Weil die Viecher schon alle fast tot waren. Dass sie aufgekreuzt sind. Oh Gott. Koala, let's go. Koelia. Das muss man bestimmt kaputt machen, oder? Dass es kein Damage macht. Aber null.
der Typ. Miau. Was sind diese Giftnova? Weißt du das? Grüne. Vielleicht vom Baden, aber ich habe keine Ahnung. Dinger dann an Element zugeteilt anscheinend. Hm. Ich glaube, du musst einen Boss reinziehen. Wieder dich. Okay,
frage mich gerade, ob man das abstellen kann, wenn es nach Bestätigung fragt, ob man irgendwas benutzen will. Puh. Gift wollen. Kann man nicht zufällen. Weird. Geht bestimmt, du kannst ja relativ viel hier customizen. Die kann ich jetzt alle auf einmal dispellen, das ist ja das. Mehrere Sticks. Abfallcreme. Abfallcreme. The fuck. Das Chameleon Skink. Ja. Vom Face, sobald der Timer des Zins weg ist. Tja, wie wär's, wenn wir das heilige Totem mal kaputt machen? Fucking Barrett.
Boah, die massakrieren den. Jo. Hast du dir die Videosequenz angeschaut? Hab ich, ja. Who needs damage? Who needs damage? Notenrolle. Nice. Ah. Ich will dann anhören in deinem Haus. Ja. You may. Eine 40 habe ich nur gerollt, Sage. Ich mal gucken. Gut, dann war's für heute, ne? Ja, auch schon. Oh mein Gott, ey. Und wir sind immer noch nicht fertig. Mm-mm. Unbelievable. Wo ist er denn? 2000 Gil. Krass.